Guten Morgen zusammen. Es ist 9:30 Uhr, wir werden jetzt gerade wach, beziehungsweise wir sind schon wach, aber wir stehen jetzt gerade so langsam auf. Ich mache jetzt erstmal Tee und Kaffee, der macht gleich Frühstück. Und wir wollen heute schwimmen gehen, und zwar im Aquapark in Oberhausen. Denn meine Freundin hat mir mal den Tipp gegeben, dass es nur 20 Minuten von uns ist mit den Öffentlichen. Guck mal. Das wusste ich gar nicht. Und wir gehen voll gerne schwimmen. Und ich war mit Julie schon ewig nicht mehr schwimmen. Wann war ich das letzte Mal mit ihr schwimmen? Da war die, glaube ich, ein Jahr oder so. Anderthalb gerade. Ist voll lange her. Und um uns dann so auf den Urlaub einzustimmen, können wir das ja dann mal machen, ne? Das ist der Plan heute. Wir wissen nur noch nicht, ob wir vorher Mittag essen oder hinterher. Schauen wir mal. Julie, was gibt's jetzt gleich zum Frühstück? Ei! Lecker! Lecker, da freust du dich, ne? Der macht immer leckeres Frühstück, ne? Der macht das, ne? Der macht Ei. Der macht Ei. Brot? Ne, Ei und Brot meinst du? Ja, ja, genau. Stimmt. Guck mal, das ist doch Liebe, wenn der Schatz bei Lidl einkaufen geht und bei dem Anblick von Kuschelsocken an mich denkt und mir zwei Paar mitbringt. Das ist doch süß, oder? Ja. So, Mama hat Kuschelsocken und du hast Pantoffeln, ne? Deine Häschenpantoffeln, die klackern, ne? Lauf mal schnell. Die machen Geräusche, ne? Mach mal so. Die machen Geräusche, ne? Also Klackerpantoffeln. Irgendwann, wenn du älter bist, kommen dann Klackerschuhe dazu, ne? Klackerschuhe, jetzt hast du Klackerpantoffeln. Yay! Sehr gut. Ja. Wer jetzt meckert, dass wir schon wieder Bacon essen? Baby, when did we eat bacon the last time? Over a month, I think. Yeah. Ja. Das gibt's gar nicht so oft bei uns. Das gab's mal eine ganze Zeit oft. Das hat man dann auch an unserem Gewicht gesehen. Das haben wir da ein bisschen Mama, reduziert. Ja? Brot, Ei. Was? Hier, soll ich dir das da drauf machen, das Ei? Na, kann alleine. Kannst alleine? Ja, dann mach mal. Soll ich dir mal... Ach, so machst du das. So wie Dale das immer macht, ne? Und Mama. Genau, jetzt ein bisschen platt machen. Warte, guck mal, umdrehen. Ein bisschen platt drücken. Ein bisschen platt drücken. Und dann kann man das abbeißen, ne? Mensch, das machst du schon ganz toll. Ganz toll machst du das. Mal, Schatz, jetzt schiebst du es wieder runter. Mal, jetzt kannst du abbeißen. Super. Sehr gut. Die Joni ist jetzt im Bett. Das ist meistens so, wenn wir morgens halt am Wochenende so ein bisschen rumschlummeln, sag ich jetzt mal, wir stressen uns morgens nicht. Wir haben jetzt wieder voll spät erst gefrühstückt. Und sie hat ja sehr, sehr ausgiebig gefrühstückt. Ich meine, ihr habt das nicht gesehen, aber das, was auf ihrem Teller war, hat sie alles auch leer gegessen. Das heißt, sie hat ungefähr 3 Eier, 1,5 Toast und Bacon gegessen. Das ist für sie schon sehr, sehr viel. Deswegen ist jetzt nicht auf dem Plan, ey, wir müssen jetzt schnell Mittag essen. Die liegt jetzt im Bett, die schläft dann ungefähr 2 Stunden, so der Plan. Und dann gehen wir schwimmen. Und ich würde mich jetzt hinstellen und schon mal Mittag essen, kochen. Aber was wir erst essen, wenn wir wiederkommen. Und da mache ich mich jetzt dran. Das ist das erste Gericht unserer letzten HelloFresh-Box. Fürs erste zumindest. Cremiger Zucchini-Kartoffeleintopf. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und ich denke, dass das auch sehr, sehr gut schmeckt, wenn wir das noch ein paar Stunden ziehen lassen. Deswegen, wir gehen ja dazwischen schwimmen. Und danach ist man ja immer sehr, sehr hungrig. Dann werden wir uns freuen, dass wir es dann fertig haben. Und das werde ich jetzt machen. Mein Rabattcode HelloAnnie30 ist immer noch gültig, und zwar noch bis zum 15. Dezember. Und damit bekommt ihr 30% auf eure erste und zweite HelloFresh-Box. Und ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken. Ich habe gestern mein Live-Cooking bei Instagram gemacht, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich habe das in den Insta-Stories gespeichert. Da habe ich bereits 2 Live-Cooking-Rezepte vorgestellt. Also ich habe das quasi so gemacht, dass ihr das auch aktiv, sage ich jetzt mal, nachkochen könnt, mitkochen könnt mit meiner Story. Also es ist in den Highlights gespeichert unter Live-Cooking. Und ich habe währenddessen auch eine Fragen- und Antwortenrunde gemacht, dass ihr so quasi dabei so ein bisschen quatschen konnten und ich euch Fragen beantworten konnte. Und das Feedback, was da gekommen ist, war sehr, sehr gut. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber das ist scheinbar sehr, sehr gut angekommen, weil ich glaube, ich werde das dann in der nächsten Woche, also die jetzt morgen anfängt, dann nochmal machen. Ich fand das echt cool. Das war echt sehr, sehr entspannt. Jedenfalls, ich guck mal, ich weiß gar nicht, ob ich Highlight-Stories irgendwie verlinken kann. Ansonsten versuche ich es unten mal. Aber auf jeden Fall findet ihr wieder alle Infos zu HelloFresh. Und ich habe gerade gesehen, ich muss erstmal hier die Küche freiräumen vom Frühstück, also vom Frühstück machen. Damit ich überhaupt kochen kann. Das mache ich dann mal. Hier sind die Zutaten für das Gericht. Einmal Drillingskartoffeln, also es ist für 3 Personen wieder, ne? Petersilie, 2x Porree, und da haben sie uns ganz schön dicke Dinger geschickt.
eine Zucchini, zwei Eier, einmal griechischen Hirtenkäse, einmal Creme Fraiche, dann zweimal dieses Gewürzhähnchen-Eintopf. Das habe ich noch gar nicht benutzt. Ich habe aber gehört, dass das sehr lecker sein soll. Dann Kartoffelstärke, Senf und Sesam. Das Gericht soll laut Karte 30 Minuten dauern. Und schauen wir mal, ob ich das auch schaffe. Genau 31 Minuten. Ich bin jetzt gerade fertig. Was ich dazu sagen muss, ist, eine normale Pfanne, ein normaler Wok hätte von der Menge nicht gereicht. Also ich habe hier so einen super großen Wok, den habt ihr ja gesehen und den brauchte ich auch. Ja, das war so das Einzige. Und ich habe gesehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also keinen schlimmen Fehler, aber ich habe das Ofengemüse ein bisschen zu früh mit reingegeben, aber das ist nicht schlimm. Ich habe jetzt dann das Creme Fraiche und so reingerührt und kurz nochmal aufköcheln lassen und jetzt ist das fertig. Ich habe euch gerade auch schon ein Bild eingeblendet, wo das Essen quasi serviert ist, weil macht da jetzt keinen Sinn, wenn ich euch das Endergebnis, sag ich mal, erst am Ende des Videos zeige, aber wir essen ja halt erst ein bisschen später. Wir haben jetzt entschieden, dass Dale nicht mit schwimmen kommt, weil der hat sich wohl im Schlaf eine Rippe ausgerenkt oder blockiert oder man weiß es nicht. Er hat diese Schmerzen in der Rippengegend, in der kompletten Brust seit heute Nacht. Er ist plötzlich von Schmerzen wach geworden. Er ist jetzt in der Badewanne. Das macht keinen Sinn, wenn er mit schwimmen kommt. Er kann sich kaum bewegen, der Arme. Deswegen werde ich gleich mit Julie alleine schwimmen fahren. Wird trotzdem schön, kann der sich ein bisschen ausruhen. Und ja, vielleicht essen wir auch gleich. Ich denke mal, wir essen vorher noch eine Kleinigkeit. Ich bin ja jetzt eh fertig. Und dann machen wir uns los. Da fällt mir gerade ein, jetzt kann ich euch doch mal den Sessel im Tageslicht zeigen. Wir sind sehr verliebt. Wir finden das wirklich sehr, sehr toll. So, hier nochmal im Tageslicht. Und wir finden, der passt hier mega gut rein. Also der Tisch muss weiter darüber. Gerade gesaugt. Aber das sieht doch sau cool aus, oder? Also wir finden es total toll. Wir finden es super. Und Julie saß da, ich weiß nicht, wie oft heute schon drauf. Wir finden den richtig, richtig stylisch. Haben wir vom Leben gestern ein richtiges Gratisgeschenk bekommen. Auch ein intelligenter Satz, ein Gratisgeschenk. Ein Geschenk ist meistens gratis. Ich werde jetzt die Tasche packen. Ich zeige euch mal, was wir alles mitnehmen. Okay, ich habe noch nicht alles beisammen, aber mein neuer Bikini von H&M. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, der ist so grün. Meine Badelatschen, Julies neue Schwimmflügel, die will ich testen für einen Urlaub austesten. Zwei Schwimmwindeln, ihren super süßen Badeanzug vom Primark. Die sieht da so goldig drin aus. Das sieht so niedlich aus. Mal gucken, ob ich nachher ein schönes Foto mache. Oh, es ist so süß, das ist so süß. Super niedlich. Dann drei Handtücher, Julies Bademantel. Dazu kommt dann noch eine Wechselwindel, also die wir auf dem Rückweg dann anziehen. Eine Nasstasche, ja, natürlich Tücher und so ein Kram. Was zu trinken, was zu essen. Wir bleiben vielleicht 2 Stunden oder 3, mal gucken. Aber das kommt auf jeden Fall mit. Ach ja, Duschgel. Duschgel. Was machen wir jetzt, Schatz? Enterbrot. Was machen wir jetzt? Enten mit Brot füttern? Das haben wir gestern gemacht, ne? Und heute gehen wir schwimmen. Ups.
Ich passt nicht. Ah, das wäre aber was, wenn die jetzt schon nicht mehr passen. Du bist schon drin. Passt nicht. Klar passen die. Passen nicht. Da. Doch, klar passen die. Du hast nur deinen Fuß schief gemacht. Wohin gehen wir denn jetzt? Schwimmen. Schwimmen. Hm? Und da spielst du dann, ne? Ich zieh dich aus. Du ziehst mich aus? Wir müssen uns beide ausziehen da. Weil wir müssen ja unsere Bikinis anziehen und du deinen Badeanzug. Na, und dann fahren wir jetzt gleich erst mit der Straßenbahn und dann nochmal mit dem Bus. Erst schwimmen. Nee, erst fahren wir mit der Straßenbahn und mit dem Bus. Und dann sind wir am Schwimmbad. Ne? Einmal hinstellen, stehen bleiben. Kann ich gucken? Ja, du kannst gucken, aber du siehst nichts. Man muss stehen bleiben. Ich sehe dich gar nicht. Du siehst dich gar nicht, ne? Ich sehe dich aber. Warte. Aber zeig mal, wie schick du aussiehst. Schick, 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 ne? Julie, möchtest du gleich in den Rucksack, in meiner Trage, oder möchtest du laufen? Laufen. Wir müssen ja eh nur zur Haltestelle und dann mit der Bahn, ne? Eine Stelle. An der Haltestelle, ne? Du willst ja eh immer alleine sitzen, ne? Ist ja nicht cool mit Mama, ne? Aber coole Schuhe hast du dafür, umso mehr. Gleichen. Ja, ich hab die gleichen, ne? Deswegen sind die ja so cool. Gleichen. Julie. Ja. Ich hab gleichen. Du hast die gleichen wie ich, ne? Und wir gehen jetzt schwimmen. Gehst du Dell Tschüss sagen? Gehst du Dell Tschüss sagen? Musst du die aber erstmal rufen. Mal Enten! Kommt mal her! Schatzi? Julie? Ja, guck mal, wir müssen das ins Wasser schmeißen. Weil die Enten kommen hier sonst nicht hin. Zack. Jetzt kommen die alle. Da. Wie machen die? Quack. Quack, quack. Du willst rutschen gehen? Ja, dann geh mal. Tschüss. Du willst rutschen? Du willst rutschen? Ja, das ist aber keine Treppe hier, Schatz, ne? Komm mal her. Komm, ich helfe dir. Guck mal. Wir müssen da hoch und dann da rüberlaufen. Da. Aber Dell rutscht mit dir. Geh mal zu Dell, der rutscht mit dir. Da hinten. Da hinten? Ja. Aber das ist ein bisschen steil, guck mal. Das ist gar nicht zum Hochklettern. Ist dafür gar nicht gedacht, da kommen wir gar nicht hoch. Hm? Mit anderen. Aber der Dell geht gleich mit dir rutschen, Schatz. Hm?
Wir sind jetzt im Park. Wollten eigentlich mal das Laufrad ausprobieren, aber ich habe keinen Bock. Sonst würde jetzt hier die ganze Zeit rutschen, aber ich hasse Rutschen. Ich hasse es, vor allem wenn da so steile, kurvige Rutschen sind. Kann schön Dale mal mit ihr machen. Wir wollten jetzt gerade da die Enten füttern oder haben die Enten gefüttert. Und diese Gänse sind ganz schön garstig. Und es ist richtig schönes Wetter. Also es ist frisch und kalt, das wollte ich ja auch. Also kalt, 12 Grad oder so. Julie hat gerade versucht, da alleine diesen Hang hochzuklettern über die Rutsche. Aber ich hasse Rutschen, das kann man schön Dale mit ihr machen. Nee. Wir sind ein bisschen am Laufen. Es ist jetzt auch schon ein bisschen später. Es ist 6 oder so. Haben wir da irgendwie nicht so wirklich den Hintern hochgekriegt. Werden jetzt nachher zu Hause kochen. Ach, aber eigentlich ist gerade richtig schönes Spazierwetter. Aber eigentlich ist mir so nach im Bett liegen. Wir hatten eine richtig beschissene Nacht. Und ja. Dachte, dass wir überhaupt mal rauskommen. Okay, ich hab ihn. Passiert doch nichts. Drachen verstecken. Der Drache soll sich verstecken? Na, sehr weiß. So groß. Der hilft dir, ne? Ja. Alleine? Ja, okay, dann geh mal alleine. Ich warte hier unten und gucke, ja? Warte hier unten und Dale wartet oben, ja? Dale kann schon alleine rutschen, ja. Ja. Gerade mal versucht, so ein paar schöne Fotos hier zu machen. Ich bin zu doof dafür. Selbst immer in der Automatik werden die einfach nicht wirklich scharf. Ricarda, da musst du mir bei helfen. Du machst immer so verrückte Aufnahmen irgendwie. Muss man eigentlich nur einen Auslöser drücken bei der Kamera hier, aber selbst das kriege ich nicht hin. Ich bin so ein richtiger Foto. Und ich bin so ein richtiger Kamera-Pro. Nicht. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Und auf dem Rückweg haben wir gesehen, dass unser Nachbar Sachen rausstellt für den Sperrmüll. So richtig coole alte Ledersessel, aber es ist jetzt schon stockdunkel. Wir haben gesagt, ey, können wir die haben? Der so, ja klar, aber wie sieht's aus? Wir wollen die nicht mehr haben, wir haben die nicht losgekriegt. Ja, haben die uns jetzt die rübergebracht auf dem Balkon. Und ja, wir gucken gleich mal, ob die wirklich so geil aussehen, wie wir im ersten Moment dachten, weil es ist stockdunkel draußen, aber die sahen irgendwie retro und cool aus, so britisch irgendwie, so cool. Und wir hatten eh darüber nachgedacht, einen Sessel anzuschaffen. Und ich wollte mir auch gerne eine YouTube-Ecke einrichten mit einem Sessel. Mal gucken, ob die dafür was taugen. Aber why not, ne? Wir gucken jetzt gleich mal. Julie ist da gerade ein bisschen am Puzzeln. Genau, zeige ich euch gleich mal. So, ich habe jetzt gerade Julie ins Bett gebracht. Wow, Licht. Und wir haben schon mal einen Sessel hingestellt. Und das sieht super cool aus im Wohnzimmer. Super cool. Also, ich sag mal so, gekauft hätten wir jetzt diesen Sessel natürlich nicht. Aber für das der umsonst war und wir finden den echt cool und der ist sau alt, wirklich. Der ist noch mit echtem Holz unten drunter, sieht der echt noch richtig gut aus, guck mal. Guck mal, wir finden, dass der da mega gut hinpasst und einfach voll zum Tisch passt. Richtig cool. Der hat eine coole Farbe, genau den gleichen haben wir halt nochmal. Klar, der ist hier ein bisschen verschlissen. Hier so ein bisschen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, ne? Marina ist immer sauber. Super bequem und hier unten ist alles noch echt Holz. Also die sind auf jeden Fall alt, die haben auf jeden Fall Story. Ziemlich cool. Und einpacken wir noch in den Flur, wenn da der Schrank weg ist. Und da kommt dann noch ein Regal hin mit Büchern drin. Ha, da haben wir die Bücherlesung. Tada! Ja, ziemlich cool. Vor allem, das sieht auch hier mit der Pflanze richtig cool aus. Das ist übrigens eine künstliche Pflanze und eine richtig gute künstliche Pflanze, weil, lasst mich nicht lügen, 27 Euro hat die gekostet und die ist wunderschön und die hat einen Echtholzstamm. Die verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Habe ich von Amazon. Richtig cool. War wirklich ein Versuchkauf.
Und ich würde die immer wieder kaufen. Die ist der Hammer. Die ist richtig cool. Wir haben noch keinen passenden Übertopf gefunden, weil der ist ein bisschen kaputt. Also der ist schief. Da steht die Pflanze schief. Aber ja, wir finden, das sieht halt hier richtig cool aus. Und da wird ein Kamin hinkommen. Vor Weihnachten noch. Ja, das war so ein Träumchen von uns. Also kein echter, ne? So ein Elektro-Kamin. Ihr wisst schon. Ich habe auch noch woanders richtig Glück gehabt, weil unsere Nachbarn, die ausziehen, die haben noch was ganz anderes rausgestellt. Guck mal. Die andere lange Bilderleiste, klar, die ist hier ein bisschen angemackt, aber das ist nicht schlimm. Das ist nämlich die, die ich hier haben wollte. Ups, mit einer Hand und so. Ihr erinnert euch, als ich darüber gesprochen habe von Ikea und so und habe sie dann doch nicht geholt? Jetzt habe ich sie für umsonst. Das ist doch schön. Auch wenn es used ist, kein Problem. Ist alles gut. Passiert nichts mit. Habt ihr meine neuen geilen Socken schon bei Instagram gesehen? Die sind vom Zehmann, 3 € und die sind von komplett innen mit diesem Wuschelstoff. Und unten haben die Noppersocken. Richtig gut. Die gibt es noch in Rot und ich glaube noch in Blau. Richtig cool. Ich glaube, davon hole ich mir noch ein zweites Paar. Die sind so schön warm. Ist total super. Weil der Boden ist hier echt kalt, weil ich hatte heute alle Fenster offen, habe gelüftet und habe dann vergessen zuzumachen und die Fenster und die Heizung anzumachen. Und deswegen ist es hier jetzt eisekalt. Wir waren außerdem gerade noch bei Teddy. Die haben auch immer ganz hübsche Deko. Da habe ich zusammengerissen, aber ich habe dreimal Weihnachtsdeko gefunden. Dreimal das gleiche. Der hat sich so ganz schön aufgereiht. Und zwar dreimal die hier. Guck mal, die sind voll hübsch. Mit diesem Holzstamm, das mag ich ja eh. Mit Glöckchen dran und oben so ein Holz angemalt, irgendwas. Aber die drei finde ich halt richtig schön. Da hat einer 3 € gekostet. Das finde ich auch in Ordnung. Und für Dale haben wir noch dieses Brettchen gekauft. Und diese zwei Flakons. Wie nennt man das? Flakons, glaube ich. Ja, auf jeden Fall für Whisky und for Whisky and what else? Cognac. Cognac, ja. Und dann hatten wir hier noch diese Gläser ja bei IKEA geholt. Und die wollte er sich dekorativ irgendwo hinstellen. Wir hatten uns jetzt dagegen entschieden, noch groß was zu kochen. Das machen wir einfach morgen. Und mein Schatz hat jetzt hier Hähnchen gemacht. Er wollte eigentlich Tandoori machen. Aber es ist ein bisschen misslungen. Aber es schmeckt trotzdem super lecker, weil er ganz viel Essig dran gemacht hat. Und das Hähnchen quasi in Essig mit noch anderen Sachen mariniert hat. Und das schmeckt total gut. Und das ist Roti. Roti, Red? Roti. Roti-Brot vom Inder. Auch indisch irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall mega lecker. Hi, es ist jetzt 7:15. Ich sitze jetzt hier gerade mit Julie und bin am Abendessen. Das von heute Mittag schmeckt übrigens gut. Oh Gott. Ich bringe Julie jetzt ins Bett und dann melde ich mich gleich nochmal. Hallo. Julie schläft. Ich war duschen. Ich bin fix und fertig. Ich werde das Video jetzt schneiden. Im Schwimmbad war es schön. Dass Rudy sah zuckersüß aus in ihrem Badeanzug und in ihren Schwimmflügeln mit Flamingos dran. Alle Kinder haben immer die Flamingos bei ihr gestreichelt. Und die hat richtig Spaß gehabt. Aber was ich sagen kann, ist 2 Stunden mit zweimal umziehen ist definitiv zu kurz. Da wissen wir fürs nächste Mal, dass wir da länger machen. War auch schön, mal wieder am Zentrum rumzulaufen. Ich glaube, das werde ich Dale bald mal zeigen. Vielleicht nächstes Wochenende, wenn wir alleine sind. Ich glaube, die sind da schon wieder schon den Weihnachtsmarkt am Aufbauen. Kann das sein? Ey, yo. Baby, the Christmas markets are starting soon. It is soon November. This goes quick. Krass. Ja. Ich werde den Vlog hier jedenfalls beenden, weil ich den jetzt noch schneiden muss, damit er morgen online geht. Und bis bald.